Ready to save for the world. Boah, schlecht, dass man die Vögel nicht animieren kann. Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit, dem Mentor Bericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain. Weise Worte. Assassin's Creed Rogue. Rogue! Rogue! Da steht Rogue, also Rogue. Was haben Sie nur getan? Ich hab doch gar nichts gemacht. Es ist eine Art schlummernder Virus. Hä? Mist. Ganz ruhig, ich hol Sie da raus. Okay. Für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Test. Sie waren im Animus. Ich weiß. Animus. Ich weiß. Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake-Hormack-Helix zugegriffen. Entschuldigung? Sie arbeiten für Abstergo Entertainment, vergessen? Ja, weiß ich doch. Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ja, verdammt nochmal. Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Suchen wir den Boss. Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie LeMay, super lebendiger Überflieger. Hier, der Kommunikator. Hör den Notfall. Und jetzt raus hier. Er weiß doch, dass ich hier bin. Ansonsten hat man mich einfach so hier reingeschickt. Das wäre ja nicht. Schnauze, du schönes Ding. Ich hab doch nichts gemacht. Ich hab doch nichts gemacht. Ich hab nur das getan, was man mir aufgetragen hat. Was soll der Blödsinn? Eine Datei namens Shay Cormac war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein. Isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Sie haben's gehört. Bien. Der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss LeMay? Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzeberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Das weiß ich doch. Ich bin doch hier reingekommen irgendwann mal. Ich bin doch davor irgendwann mal hier reingekommen, um Hallo zu sagen. Wir, Team. Bescheuert. Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben den Virus freigesetzt. Also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Nö. Mr. Berg möchte, dass wir Shays Erinnerung nachlesen. Ach so. Ich sollte eigentlich was anderes machen, bin da hingegangen, hab außerdem die Scheiß angezogen und jetzt habe ich die Kacke gemacht. Okay, ich verstehe. Mann, wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud, er legt auch alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Nett. Melanie, die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Ja. Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage arbeitet ein Server. Ich schätze, der muss reichen. Agent da Costa, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shay Cormac der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage. Okay. Hier war eben noch ein anderer Mensch. Da. Hallo. Geh mal weiter. So, ganz klare Sache. Mhm. Ja, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Ja, ja. Oh, das wird dauern. Das, oh. Und mit mehr, mit jedem, oh, kostet es ein Fuffi mehr, du Alte. Das normal. Ja. Schön. Okay. Wie auch immer. Was soll ich denn jetzt machen? Drücken. Drück wieder, ja. Ach so. Okay. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl. Und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alle...
Ich versuch's. So, den mach ich so. Jetzt drehe ich mal die Kacke hier und würde gerne auf so, okay. Aha. Gut gemacht. Dieser Kern war nicht komplex. Aber das Rebooten der modernen Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. So. Huch. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der der Gier anheimfiel. Und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen, Altair ibn La'ahad, einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel. Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Aha, okay. Ja. Okay, nun, ich weiß nicht, ob Sie das sehen sollen. Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. Jetzt, da die Server laufen, könnten Sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn Sie... In den anderen Raum war noch ein Rechner. Ich will aber hier rein. Da kommst du noch nicht rein. Hey, ein Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Nun, da Schäfer Erinnerungen freigeschaltet sind, kannst du mir kurz vor einer großen Entdeckung. Okay, jetzt kann ich. Tablet-Dokument 12. So, ich muss lesen. Keine Ahnung, wie ich es höflich ausdrücken soll. Also nimm's bitte nicht persönlich oder werte es als Kritik an deiner Arbeit. Du bist ein Star. Aber ich finde, das Skript für ein komplettes virtuelles Feature für Lorenzo Torres ist das langweiligste, was ich je auf meinem Schreibtisch gelandet ist. Oder was hier auf meinem Schreibtisch. Sorry, M.I. Man in Black. Ich weiß, Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe. Boah, laber doch nicht mal. Doch, cool. Ich meine nicht dich, ich meine ihn. Geschichte, die Antwort birgt. Guter Fund. Ich an ihrer Stelle würde nach pikanten Details suchen. Aber ich bin eine schreckliche Person. Shay wird sie zu einem tieferen Verständnis führen. Kann ich jetzt? Verdammt normal, immer dieses Gelaber. So, ja, kein Problem jetzt. Siehste, zack, das nächste. Das lassen wir so. Boom. Was haben wir noch? Wir haben sonst nichts mehr. Warte mal. Okay. Fast gut. Muss ich mal kurz gucken. Der eine ist Reflektor, der ist nur blut und der andere macht Doppelding. Okay, Ha! Wer es kann, der kann's. Will ich mal meinen. Infolge der großen Reinigung von 2000 wurde William Miles de facto Anführer der Assassinen. Ein listiger, skrupelloser Stratege. Er hat viele Agenten ausgebildet, die Abstergo infiltriert haben. Unter anderem Clay Kaczmarek und Lucy Stillman. Ende 2012 habe ich William Miles in Kairo geschnappt.
und an Warren Widdick in Rom übergeben. Miles' Sohn Desmond griff Abstergo an, tötete Widdick und Meistertempler Daniel Cross. Er floh in einen Tempel der ersten Zivilisation in New York. Am 21. Dezember wurde Desmond Miles in einem Vorläuferbauwerk ermordet. Ein trauernder William Miles ging in den Untergrund und überließ die Bruderschaft Gavin Banks. Banks führte ein kleines Team in der ganzen Welt und versuchte, Assassinenzellen aufzubauen. Er wurde in Kyoto, Moskau und Paris gesichtet. Miles tauchte Ende 2013 wieder auf und wir wissen, dass er an der Infiltration von Abstergo Entertainment Montreal durch die Assassinen Sean Hastings und Rebecca Crane beteiligt war. Sowohl Miles als auch Banks sind verschwunden. Agentin Da Costa hat den Akashic-Satelliten Plexus angewiesen, den Planeten nach Assassinenaktivitäten abzutasten. Wir müssen sie nur noch finden. Sehe ich da etwa ein Far Cry-Heftchen? Ja. Ist ja geil. So, rausgehen. So, haben wir mal einen Computer repariert. Auch schön. Gehen wir mal wieder zurück. Er hat nichts Besseres zu tun, als jetzt hin und her zu gehen. Dafür kriegt er wahrscheinlich 40, 50 Euro die Stunde oder so, ey. Dann normal. Nee, lassen wir jetzt mal kaputt. Gehen jetzt mal zurück zum Animus. Ein bisschen was erleben jetzt hier. Ist das nicht der eine auch der Arbeitsplatz von Black Flag? Nein. Das ist eine andere Etage. Ach so. Die sehen allesamt gleich aus. Das ist es ja. Das habe ich auch anfangs gedacht. So, B. War ich das? War ich das etwa? Das war eine coole Serie damals. Naja, läuft's nicht mehr. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Hoppala. So, und wenn ich dann gleich eine Runde, eine Stunde Dingens aufgenommen habe und eine Stunde Dingens aufgenommen habe, werde ich jetzt nochmal streamen. So ein bisschen, es ist Minecraft, also sprich, dann habe ich für euch schon gestreamt. Aber ich will Minecraft noch ein bisschen weiterspielen. Ich will jetzt anfangen, das Häuschen zu bauen. Das ist verdammt lange her. Den kennen wir von Assassin's Creed 3. Adewale, wie stehen die Dinge in der Karibik? Ziemlich schlecht, fürchte ich. Der hat die Stimme von Adewale. Ich glaube, wir sollten uns nicht in Ruhe unterhalten. Ist noch ein bisschen alt. Wer ist der Mann? Das ist. Aha! Er war Sklave und hat sich und hunderte seiner Brüder in der Karibik befreit. Der Mann ist die lebende Inkarnation des Kratos. Aha. Sollen wir trainieren? Bald. Vorher habe ich noch zu tun. Belauschen. Erzählt, was geschehen ist, Alter. Es war schrecklich, Achilles. Die Achilles. So in Riesenwellen überschwemmten Port-au-Prince. Wie viele starben? Tausende. Keine Lass Familie blieb verschont. Ich hasse praktische Erwägungen in Zeiten wie diesen. Aber hat Macron als Mann seine Aufgabe vor dem Beben erfüllt? Ich weiß es nicht. Vendredi wurde nicht gefunden. Er war ein starker Maroon. Einer von Macandals besten Schülern. Eine Schande. So wissen wir nicht, ob er die Stätte fand. Leider. Aber wenn unter den Wellen ein Tempel war, steht er wohl nicht mehr. Und die Artefakte, die den Weg wiesen? Gestohlen. Die Templer haben das Chaos genutzt. Sie nahmen das Manuskript und die Schatulle. Ich jagte sie auf See, aber verlor ihre Spur in New York. Wir müssen die nächsten Schritte planen. Da, da haben wir das Gespräch auch nochmal mit angehört. Sehr schön. Adewale sah heute besorgt aus. Ich hörte, Liam erwartet euch. Schon gesehen? Schon gehört heißt das. Schon gehört. Gehört. Gesehen. Dammt nochmal. Ich hörte, Mistress Hope sucht nach... Ah, wirklich? Da wollen wir dich warten lassen, ne, Schnuffel? Entschuldigung. Ich mag Spiele zu verarschen. Hui. Da ist doch keiner. So geht das nicht. Hope, was habe ich verpasst? Nur die erste Trainingsstunde.
Wir trainieren ständig, Kesegawase. Und genauso wird das auch weitergehen. Spar dir deine Worte. Shay scheut das Lernen wie der Teufel das Weihwasser. Hey. Zum Heulen, der Bursche hat so viel Potenzial. Aber so wenig Disziplin. Schon gut. Schon gut. Was soll ich für euch tun? Sehr gut. Hä? Was ist das denn jetzt? Schon gut, was soll ich für euch tun?